Das Leben kehrt auch in der Tettnanger Innenstadt zurück. Gerade hier am Marienplatz ist der Puls der Stadt wieder spürbar. Bis zum Stadtoberhaupt hat sich das Stimmungsbild in den letzten Tagen durchgesetzt. Also das Stimmungsbild aus meiner Sicht, wie sich es die letzten Tage entwickelt hat, würde ich sagen, absolut positiv. Also es ist ja wirklich der Eindruck, dass was vorher tote Stadt war, es kehrt das Leben so Stück für Stück wieder zurück. Das muss man ganz deutlich feststellen. Eisdielen, Restaurants, Geschäfte, alles hat mit Einschränkungen wieder geöffnet. Passend dazu spielt seit einigen Tagen auch das Wetter endlich so richtig mit. Also ich würde sagen, mit dem ersten Wetter hat es mit den Eisdielen begonnen. Es ging dann weiter mit den Geschäften. Das heißt, die Straßen sind tagsüber voller, aber sind auch abends wieder Menschen unterwegs. Und insbesondere hier, wenn man den Bärenplatz sieht, dann ist es tatsächlich so, Mittagstisch, abends, Außenbereich, ja, da sind die Menschen wieder da. Und das mit guter Laune und Sommerstimmung. Das spürt der Bürgermeister in den regelmäßigen Gesprächen mit den Tettnanger Bürgern. Man hat einfach einen regelmäßigen Austausch. Und der Optimismus, der ist schon sehr verhalten. Es ist so einfach so, dieser dritte Lockdown, diese zweite, dritte Welle, so die Sorge und die Angst, dass es nicht dauerhaft ist, dass da nochmal was kommt, dass wieder was kommt. Aber auf der anderen Seite die große Freude der Menschen, die man spürt, die sie auch äußern und sagen, ja, endlich, endlich Sommer, endlich wieder draußen sein, man kann wieder Leben genießen. Trotzdem ist der Optimismus noch verhalten. Hier hat der Bürgermeister die Hoffnung, dass die Pandemie in den Hintergrund rückt und eine gewisse Leichtigkeit wieder aufkommt. Also was sicherlich geschehen muss, dass es konstant wird. Also dass dieser verhaltene Optimismus endlich wieder in Lebensfreude umschlägt. So, das ist so die große Hoffnung, dass es tatsächlich nicht wieder ein Strohfeuer ist. Und dann würde ich mir einfach wünschen, dass die Menschen, die da sind, die hier wohnen, die hier leben, auch in die Stadt rausgehen und in der Stadt sind. Dass man sich wieder begegnen kann. Ja, das ist der zentrale Punkt. Sich wieder begegnen, gemeinsam essen, trinken, auch wieder feiern. Auch abseits der Innenstadt, im Musikcafé Flieger, herrscht endlich wieder Aufbruchsstimmung. Betreiber Hardy Huber stellt sich auf einen eventreichen Sommer ein. Wir werden wieder eine Open-Air-Serie machen, eine Tettnanger Open-Air-Serie unter dem Hashtag Happy Life, live mit V, also live wie Live-Musik. Und die geht von Anfang Juli bis Mitte August, 6 Konzerte, samstags, Beginn 19.30 Uhr bis 20 Uhr, bis 22 Uhr. Nationale und internationale Acts sollen im Flieger in diesem Sommer über die Bühne gehen. Hardy Huber hat große Lust, nach einer langen Pause jetzt durchzustarten. Veranstaltung ist das, was wir können. Das machen wir ja die ganzen letzten Jahre, Live-Musik produzieren. Und wir hoffen natürlich, dass es wirklich angenommen wird, dass die Leute ausgehungert sich draufstürzen und sagen, komm zwei Stunden, Fliegerareal, BayWa-Areal, tolle Band, gehen wir hin, haben Spaß und leben wieder. Auch in Tettnang kehrt das Leben zurück auf die Straßen und in die Cafés. Sowohl Bürgermeister als auch Gastrobetreiber freuen sich auf den Sommer.